Stephen John Port wurde am 22. Februar 1975 in Großbritannien geboren. Schon in der Schule galt er als Einzelgänger. Noch als Erwachsener spielte er mit Kinderspielzeug und wurde als jemand mit seltsam kindlicher Persönlichkeit beschrieben. Mitte der 2000er outete er sich als homosexuell und arbeitete als Koch. Über soziale Netzwerke verabredete er sich mit anderen Männern. Mit GHB, einer Drogenmixtur, betäubte er mindestens 4 von ihnen in seiner Wohnung. Er vergewaltigte und ermordete sie. Für die Tötung benutzte er ebenfalls GHB, aber eine deutliche Überdosis sowie einige andere Medikamente. Sein erstes Opfer, den 23-jährigen Studenten Anthony Walgate, gab er vor Rettungskräften, die er selbst gerufen hatte, als jungen Mann aus, der auf der Straße vor seiner Wohnung zusammengebrochen sei. Seine weiteren 3 bekannten Opfer legte er auf einem nahen Friedhof ab. Er glaubte wohl, dass sie als Drogensüchtige durchgehen würden. Am 23. November 2016 wurde Port endlich verhaftet. Denn abseits seiner Morde hatte er noch weitere junge Männer vergewaltigt. Am 23. November 2016 wurde Port zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wird das Gefängnis nie wieder verlassen. Mindestens 58 Todesfälle im Zusammenhang mit GHB werden neu untersucht.